So, ich habe die Nelly hier. Hey Leute. Nelly, so, du warst hier im Knast, gell? Mal wieder. Ja. Man sagt ja, dass der Aufenthalt im Knast viel teurer ist als die eigentliche Geldstrafe, ne? Also ich habe am Tag musste ich 10 Euro absitzen, so, und ich koste den Staat so knapp 160 Euro am Tag. Ich habe gehört, in Berlin war das sogar 5000 Euro im Monat, also wenn man einen Monat einsetzt. Ja klar. Kann schon sein. Ja, die Wärter müssen bezahlt werden, Strom, Heizung, weiß nicht. Essen. Ja, nee, also ich. Krankenkasse, bist ja privat versichert und alles. Im Gegenzug ist es halt nicht gerechtfertigt, ne? Ja, aber du hast der Auflage gekriegt, du hast zu bezahlen und hast es nicht gemacht. Ja, ja, kann man. Genauso wie eine Arbeitsstunde hast und die nicht machst, verstehst du, meine? Oder Bewährung hast und deine Auflagen nicht machst, ist halt. Ja, ich weiß, was du meinst, aber im Endeffekt kostet man ja dem Steuerzahler eigentlich mehr und. Natürlich, aber es muss ja auch irgendwie bestraft werden, weiß ich mal, was du gemacht hast. Ja, klar, man könnte es auch irgendwie anders da machen, aber. Ja. Ganz ehrlich, so zum Beispiel so Pädophile oder so, ja, werden weniger bestraft ich als Vater oder als, ja. Weiß ja. Ich nicht, weiß ich mal, mit dem, weil ich halt lauter gekommen bin oder mit dem Kerl. Ja, weil wenn man ganz ehrlich sind, die meisten hier, da ist jetzt niemand, der irgendwie jemanden hier umgebracht hat oder so. Nee, nicht wirklich. Nee, deswegen... Ja, ist schon krass, ja. Ist schon krass. Und was könnte man deiner Meinung nach vielleicht anders machen oder so? Ja, weiß ich nicht, schwarz fahren, weiß ich nicht, die Leute fahren, das sollte man nicht bestrafen. Oder Rentner, ne, die zum Beispiel keine... Eigentlich kleine Kinder, Rentner oder Menschen, die kein Geld haben oder krank sind, sollte man Bahn fahren, das wäre nicht so. Ich sehe es genauso. Ja, es ist genauso wie Menschen, wenn sie nicht krankversichert sind, werden sie nicht behandelt oder nur ganz notdürftig. Ich meine, wenn du privat versichert bist, kriegst du den Chefchirurg und dann ja. Bist du nicht versichert, dann kriegst du vielleicht den Natürlichen. Ja, schon. Ja, ist so. Waren da viele drin eigentlich vom Bahnhof? Oh ja, alle. Ja, aber es war mal wieder, es war ganz gut. Ich wollte eh in Entgiftung und so, weil ich war schon böse unterwegs und so. Also mir hat es gut getan. Also ich habe es echt genossen. Ja, du siehst auch gut aus, wirklich. Ja. Und ich habe gehört, warst du substituiert draußen? Ja, ich habe Gitter gekriegt. Oh Gott sei Dank. Ja, aber dann bin ich freitags entlassen worden, weil ich ausgelöst worden bin. Freitags Nachmittags, dann stehe ich da, keine Substitution. Ne? Ich muss echt schnell, ja, dann gehe ich montags zur Substitution. Ja, nicht, die haben beigebraucht, die müssen erstmal in die Entgiftung gehen. So. Die kriegen kein Meter, das ist schon ein bisschen blöd. Ne? Oh nee. Aber es ist ja normal, dass man dann beigebraucht hat, ne? Ja. Aber ja, was ist zu machen? Aber Nelly, ich wünsche dir alles Gute, ne? Danke. Und ja, wir sehen uns ja sowieso. Ja. Und ja, aber du siehst wirklich erholt aus, besser. Danke. Gerne. Mir geht's auch gut. Das freut mich, mein Schätzchen, ne? Okay, wir hören uns.